Der Konzern SpaceX des Tesla-Chefs Elon Musk hat den ersten Flug der weltgrößten Rakete trotz einer Explosion wenige Minuten nach dem Start als Erfolg gewertet. Nach dem Abheben des unbemannten Starship am Donnerstag vom Weltraumbahnhof Starbase in Texas brachen Mitarbeiter des Unternehmens in Jubel aus. Der im Idealfall auf 90 Minuten veranschlagte Flug endete jedoch keine 4 Minuten später abrupt, als sich die 2 Stufen der Rakete nicht trennten. Es kam zur Explosion der Rakete. Starship erreichte eine Höhe von fast 32 Kilometern. Wir haben eine Menge gelernt für den nächsten Teststart in einigen Monaten, schrieb Musk auf Twitter. Starship ist mit einer Höhe von 120 Metern größer als die Freiheitsstatue und auch die Saturn V-Raketen, die einst Astronauten zum Mond trugen. Die langfristigen Pläne von Musk gehen jedoch weit darüber hinaus und umfassen bemannte Flüge zum Mars. Obviously, this does not appear to be a nominal situation.